Wir leben in einer Welt voller Zeichen und Symbole. Wenn ich Sie fragen würde, ob Sie diese Zeichen erkennen, würden die meisten von Ihnen mit Ja antworten. Doch was glauben Sie, bedeuten sie? Es ist ein Zeichen für erste Hilfe. Ein Zeichen, dass Hilfe da ist. Hoffnung. Ich denke, es bedeutet Hoffnung. Diese Zeichen oder Symbole können für viele Menschen verschiedene Bedeutungen haben. Also möchte ich Ihnen erklären, was sie für uns alle bedeuten. In einem Wort: Schutz. Rotes Kreuz, roter Halbmond und roter Kristall sind Schutzzeichen, die durch das humanitäre Völkerrecht all jene schützen, die in einem bewaffneten Konflikt erkranken oder verwundet werden. Oder jene, die sich um Verwundete kümmern. Sie sagen allen am Kampf Beteiligten, dass sie nichts und niemanden angreifen dürfen, der diese Zeichen trägt. Ich bin ein Militärarzt und nicht Teil des Kampfes. Ich trage das Rote Kreuz, um zu zeigen, dass ich nur hier bin, um den Verwundeten zu helfen. Denn das ist meine Aufgabe. Diese Zeichen können auch auf eine Rotkreuz- oder Rothalbmondgesellschaft hinweisen. Als Freiwillige beim Roten Halbmond helfe ich in Krisensituationen, nach Naturkatastrophen oder in Kriegsgebieten. Wer diese Zeichen sieht, weiß, dass wir humanitäre Hilfe leisten und Menschen in Not beistehen. Die Schutzzeichen sind keine religiösen Symbole. Sie dienen der Menschlichkeit. Es ist wichtig, dass alle ihre Bedeutung verstehen. Denn wie gesagt, die Zeichen stehen für Schutz, Hilfe und Hoffnung. Sorgen wir dafür, dass sie respektiert werden. Gerade Thema Neutralität und aktuellen Ereignisse und der Sonderstellung des DRKs aufgrund dieser Thematik gibt es natürlich aber auch Missbrauch, der betrieben wird mit beispielsweise dem Schutzzeichen. Das Schutzzeichen steht dem Roten Kreuz, der Rotkreuzbewegung zu, von den Genfer Konventionen her, auch vom DRK-Gesetz. Ein Missbrauch des Schutzzeichens kann mit einem Bußgeld belegt werden nach deutschem Recht. Aber auch da, wie man da gegen einen sogenannten Missbrauch vorgeht, ist da natürlich eine sehr sensible Sache. Diejenigen, die jetzt Hilfsgüter zum Beispiel in die Ukraine bringen wollen, die handeln ja nicht mit böser Absicht. Auch wenn sie das Rote Kreuz auf weißem Grund dann in das Fahrzeug legen, deutlich zu machen, hier ist ein Hilfstransport, der allen zugutekommen soll. Aber sie sind sich nicht dessen bewusst, dass damit die Wirkung des Schutzzeichens, das dem Roten Kreuz zugebilligt worden ist, verwässert wird. Denn das Schutzzeichen dürfen im bewaffneten Konflikt nur Sanitätskräfte tragen und Angehörige von Hilfsgesellschaften, die die Sanitätskräfte unterstützen. Dieser Schutz wird aber von der gegnerischen Seite, von den Kriegsparteien nur dann respektiert, wenn er sich wirklich darauf auch beschränkt und nicht andere Personen dem vertrauen kann. Ja, dass man darauf vertrauen kann und nicht andere Personen das nutzen. Also insofern, bei allen guten Absichten kann ich nur dafür plädieren, dass Privatpersonen dieses Schutzzeichen nicht für sich nutzen und in Anspruch nehmen.